Jetzt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unser Kollege Dr. Konstantin von Notz. Bitte schön, Kollege Dr. Notz. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Staatssekretär, seit nunmehr zehn Tagen brodelt und kocht der Skandal um die Bundestrojaner vor sich hin. Und Sie haben es geschafft, in diesen 10 Tagen argumentativ einmal im Kreis zu laufen, Nebelkerzen zu verteilen und zu verschicken, statt Antworten zu geben, auch heute Morgen im Innenausschuss und in der Fragestunde. Und es ist Ihnen gelungen, die Situation um die Bundestrojaner massiv zu chaotisieren. Sie ignorieren und relativieren die Grundrechtsrelevanz im Netz und Sie beschädigen damit das Ansehen der Bundesregierung in einem weiteren Politikfeld. Das ist nicht meine erste Sorge, Herr Binninger, da haben Sie völlig recht. Aber es geht eben mit Ihrem Verhalten auch bezüglich der chaotischen Informationspolitik, die Sie betreiben, Vertrauen der Bevölkerung in die Bundesregierung in diesem Bereich verloren. Und das ist massiv bedauerlich, meine Damen und Herren. Manchmal, Herr Kollege Uhl, tun Sie mir auch leid. Bestimmte Statements sollten Sie pseudonymisiert abgeben können. Zum Beispiel, ja, auch bei Twitter, ja. Zum Beispiel, wenn Sie darüber reden, in was für rechtlichen Graubereichen die Polizei im Augenblick arbeiten muss, denn seit gestern befinden Sie sich damit ja 1:1 auf der Linie mit der Bundesjustizministerin. Ja. Und das ist eine ganz ungewöhnliche Allianz. Und jetzt schneiden Sie sich fest, Ihr eigener Bundesinnenminister, dieselbe Partei auch noch. Der fühlt sich in diesem Graubereich, den Sie zu Recht beschrieben haben, pudelwohl. Und der hat daran überhaupt nichts auszusetzen. Ein Landgerichtsurteil aus Landshut ist lediglich irgendeine Rechtsmeinung, gegen die die Rechtsauffassung der Bayerischen Landesregierung steht. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2008 spielt auch keine große Rolle. Dabei, es ist hier schon mehrfach gesagt worden heute, wurde klipp und klar gesagt, technische Vorkehrungen und rechtliche Vorgaben. Und da haben wir jetzt erfahren heute, dass bezüglich dieser technischen Vorkehrungen überhaupt keine Gewährleistung dafür besteht, ob die ausreichend gewährleistet werden, weil eben weder die Bundesregierung noch das BKA den Quellcode tatsächlich angucken können. Damit sozusagen können sie überhaupt nicht die technischen Vorkehrungen gewährleisten. Und bezüglich der rechtlichen Vorgaben sind Sie hoch zerstritten, wie Sie da einsam auf der Regierungsbank sitzen, Herr Staatssekretär, Frau Bundesjustizministerin. Es bestehen unterschiedlichste Auffassungen, wie man jetzt vorgehen soll mit der Situation. Und das ist nach 10 Tagen Zeit ein Armutszeugnis. Dazu kommen die hochnotpeinlichen Schuldzuweisungen, die Sie gegenseitig betrieben haben. Die Bundesregierung verweist noch auf die Länder. Da ziehen die Kollegen Krings und Uhl noch durch die Gegend und sagen, alles ist die Schuld der Bundesjustizministerin, weil es ja keine ordentliche Rechtsgrundlage gibt. Und kurze Zeit später sagen sie, die Rechtsgrundlage ist völlig ausreichend und super. Und da will ich Ihnen mal sagen, das können Sie ja dem Minister erzählen, ich glaube, er hat insgesamt zu viele Bälle in der Luft im Augenblick. Das war heute Morgen im Innenausschuss auch klar zu merken. Die Thesen und Schlussfolgerungen aus der ganzen Geschichte, alles ist super, nichts Genaues wissen wir selber nicht. Im Bund ist alles richtig, in Bayern ist alles super gelaufen. Das wird nicht durchtragen, das garantiere ich Ihnen. Ja, gerade wenn man sagt, dass Screenshots zur Kommunikation gehören, dann wird irgendwie deutlich, dass die Problematik noch nicht ganz durchdrungen ist. Und deswegen sage ich Ihnen, so werden Sie scheitern. Folgende Fragen sind im Raum und nicht beantwortet. Wie viele Trojaner-Versionen sind eigentlich wo genau im Umlauf? Wie wird sichergestellt, dass der Trojaner rechtskonform ist, wenn Sie den Quellcode nicht kennen? Und wieso wird überhaupt so ein sensibler, grundrechtssensibler Bereich an eine private Firma ausgelagert und praktisch die Verantwortung übertragen? Darauf haben Sie heute keine Antworten gegeben. Wir wissen nur, Sie haben viel Geld für eine dilettantische Software verausgabt, für ein fragwürdiges Unternehmen. Sie haben auf, statt sozusagen zu sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, bei dieser Firma genau auf das Umgekehrte gesetzt. Und Sie sind so tief zerstritten,
dass Ihre einzige Flucht, und das haben Sie eben auch gemacht, Herr Staatssekretär, das Beschimpfen der Opposition, der FAZ und des Chaos Computer Clubs ist. Und ich sage Ihnen, sonst würdigen Sie ja das Ehrenamt immer bei jeder Gelegenheit. Der Chaos Computer Club arbeitet ehrenamtlich. Das sollten Sie auch da tun. Zum Schluss. Im Bundesinnenministerium müsste man sich ja auch fragen, warum eigentlich die ganze Aufregung? Alles ist doch voll super und wo liegt eigentlich das Problem? So ein bisschen Überwachung kann man doch mal 5 Grad sein lassen. Und da sage ich Ihnen Folgendes. Eine Mehrheit der Menschen in diesem Land lehnt die Online-Durchsuchung ab. Eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit, lehnt übrigens auch die Vorratsdatenspeicherung in diesem Land ab. Und deswegen sage ich Ihnen, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land begreifen sehr genau, wie sensibel sozusagen der Bereich der Privats- und Intimsphäre im Internet auch ist. Und da ist sozusagen dieses 5 Grade sein lassen und passt schon irgendwie, das reicht nicht. Und Sie müssen begreifen, dass das Netz ein Raum ist, in dem die Grundrechte eben 1:1 gelten. Deswegen sage ich Ihnen, beenden Sie das Nebelkerzenwerfen. Und kommen Sie mal mit klaren Statements und geben Sie Antworten. Dass der Minister hier heute nicht ist, ist ein echtes Armutszeugnis, wenn man sich anguckt, was für ein Presseecho dieses Thema hatte. Nichts gegen Sie, Herr Staatssekretär, aber trotzdem, das zeigt auch irgendwie eine Wertschätzung, wenn er selbst irgendwie wichtigere Termine hat. Und deswegen werden Sie so damit nicht durchkommen. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.